Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Ja, und zwar erstmal müssen wir uns, wir legen uns erstmal hin. Das ist erstmal das günstigste, glaube ich. Danach hatte ich mir eigentlich überlegt, okay, gut, wie machen wir es denn? Ich glaube, ich werde dann einfach mal ein bisschen Sand schippen gehen nochmal. Und dann versuchen dort in der Nähe halt irgendwie nochmal ein bisschen was. Hier haben wir noch eine zweite Schaufel. Ja, den Bogen brauchen wir auch erstmal noch nicht. Das brauchen wir erstmal. Na gut, wobei das. Weil wir hatten ja schon, wir hatten ja Schweinefleisch mittlerweile. Ne? Muss man ja so sagen. So, wie gesagt, das mit dem Leder müssen wir uns dann gleich mal überlegen. Ob wir da jetzt schon mal die Hälfte unserer Kuhfarm halt erstmal aufgeben oder halt nicht. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal ein bisschen Sand noch. So, eine Wand hätten wir schon mal. Das sind die, halt diese Zauberstäbe. Da muss aber auch noch einiges, wirklich einiges gemacht werden, damit da nochmal was weitergeht. Also, ne, ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen Sand noch besorgen. So, dann besorgen wir uns mal ein bisschen Sand. Gehen wir mal hier rüber. Ich glaube, hier hat man angefangen, Sand zu schippen, ne? Ja, also wie gesagt, ich wollte jetzt eigentlich mit den Researches halt auf jeden Fall eigentlich noch ein bisschen weiterkommen, halt, dass ich halt dahingehend halt noch so weit es geht komme. Ich weiß jetzt noch nicht, wie weit ich komme, weil, wie gesagt, ich sag's mal so, man kann halt mit dem Foamcraft kann man halt viel machen. Man kann halt zum einen, kann man halt, es gibt halt Golems, mit welchen man dann halt verschiedene Farming-Sachen, ja, wie soll man sagen, automatisieren kann. Und dass er halt zum Beispiel halt das Feld automatisch bepflückt oder sowas in die Richtung und hast nicht gesehen. Und das kann man halt mit den Golems machen und man kann halt auch mit den verschiedenen Zauberstäben, die es dann halt noch gibt, kann man dann halt auch noch viel, viel schneller farmen oder meinetwegen auch Erze herausfinden oder halt, ja, wie soll man sagen, Bäume halt mit nur einem einzigen Mal halt abfarmen. Also man klickt, man farmt ein Holz und dann bekommt man alle Bäume raus zum Beispiel oder solche Sachen halt. Und ja, das sind halt so die Sachen. Deswegen mache ich halt gerade, deswegen wie wage ich mich gerade ein bisschen an Farmcraft ran. Bin jetzt ja zu circa bei der Hälfte, kann man sagen. Hat auf jeden Fall, ich hatte am Anfang, als ich jetzt die Aufnahmesession so gestartet habe, hatte ich gesagt, okay, gut, es werden wahrscheinlich so um die 10 Folgen. Es werden mehr Folgen. Es werden wahrscheinlich um die 20 Folgen, schätze ich mal insgesamt. Bis man dann wirklich alles erforscht hat. Die Frage ist natürlich erstmal die, will man dann auch wirklich alles noch erforschen? Ja, ich meine, wie gesagt, ansonsten mache ich halt meinetwegen erstmal nur bis zu den Golems und schaue mir an, was ich noch für diese Golems insgesamt dann alles noch benötige. Und ja, und dann schauen wir halt mal weiter. Weil wie gesagt, die Golems werde ich persönlich. Ich könnte es natürlich auch ähnlich wie der Black das mit seiner Farming Turtle halt gemacht hat. Könnte ich das natürlich auch mit einer Turtle machen. Aber ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das über Golems halt zu machen. Ich mache das halt dann dementsprechend etwas anders. Ich wollte dann auch mehrere Felder machen, mehrere Felderstationen. Ich hatte mir schon mal das, ihr habt das ja vor meinem Haus schon gesehen, dass ich da. Ich wollte auch eine kleine unterirdische Farm halt noch mithaben, sagen wir es mal so. Ich werde das Ganze noch ein bisschen erhöhen, so wie ich das schon bei meinem Haus gekennzeichnet habe. Ich komme so langsam ja auch die Rohstoffe alles zusammen. Wie gesagt, alles, was ich an Rohstoffen zurzeit bekomme, wird auch aufgehoben. Und wie gesagt, man kann halt auch mit diesen Vans kann man dann, also mit diesen Zauberstäben kann man dann halt auch deutlich schneller halt das Ganze halt auch farmen, muss man halt so sagen. So, ich bräuchte jetzt definitiv, glaube ich, 8 Leder. Und das muss ich mir halt jetzt überlegen, ob ich diese 8 Leder mir, ob ich mir da 8 Leder jetzt hole von den Kühen oder halt nicht. Ja. Wobei ich glaube, warte mal, ich kann ja nochmal na nachschauen. Sattel. Was brauche ich denn für einen Sattel? Wie viel? Ups, was mache ich denn jetzt hier? So, ich muss ja mal gucken, was brauche ich denn für einen Sattel? Ach, den bekommt man, kann man gar nicht machen, so oder was? Und wie kann ich denn den Sattel herstellen? Hm.
Okay, jetzt haben wir erstmal wieder genügend Sand. Mit dem Sand können wir also erstmal wieder einige Sandstellen, denke ich. So, jetzt muss ich mal wirklich mal schauen, ob ich wirklich hier gleich mal meine Kühe schlachte, die ich bisher habe. Aber viele habe ich ja nicht. Ich habe ja nicht so viele. Ja, so viele sind sie eigentlich auch gar nicht. Eins, zwei, nee, es sind viel zu wenig Kühe eigentlich. Ja, es würde trotzdem nicht reichen. Muss ich gleich nochmal schauen, dass ich da mit irgendeiner Wand halt gleich erstmal nochmal weitermache und ich die Kuhfarm halt erstmal im Auge noch behalte. Denn das nutzt uns so erstmal gar nichts, muss man halt so sagen, wie es ist. So, dann. Ups, machen wir den Sand noch, teilen wir den Sand hier noch. So, teilen wir hier noch den Sand. Da noch. So, was wollte ich hier? Sandstein, Sandstein hier. Okay, dann einmal hier oben, dann einmal hier. Dann habe ich 64 von diesen gemeißelten Zeugs wieder. Müsste dann eigentlich die auch fast vollkommen ausreichend sein jetzt. Hoffe ich zumindest. So, okay, jetzt habe ich mehr als über 100 von der. Nicht 100, sondern mehr als 2,6 davon. Und machen wir mal das noch zu Ende hier. Okay, da haben wir Brecantatio. Okay, und jetzt brauchen wir nur noch Imperito. Und ich schaue nochmal nach, ob ich da von diesem Imperito doch nochmal irgendwie vielleicht was habe. Imperito. Ah doch, so viel brauche ich da gar nicht. Ah, Wabber. Imperito, brauchen wir Wabber dafür. Haben wir sogar einiges an Wabber noch. Nehmen wir einfach mal ein bisschen Wabber noch dazu und gut ist. Die Rohstoffe müssen so oder so weg. Sagen wir es mal so. Na komm. Okay, wunderbar. So, und Infernal Furnace hätten wir jetzt auch. So, was nehmen wir als nächstes? Nehmen wir halt auch nochmal wieder so ein bisschen gemeißelter Sandstein hier. Ah, wir haben kein Papier mehr, ne? Kein Papier mehr da, kein Papier mehr da. So, stellen wir uns schnell wieder ein bisschen was her. Papier. Wie gesagt, ich hätte durchaus gedacht, dass es etwas, ja, schneller geht mit dem ganzen Research-Zeugs. Aber ihr seht ja, wie ich versuche mich ja auch eigentlich schon zu beeilen mit dem ganzen Zeugs. Aber es geht halt einfach nicht schneller. So, jetzt, das könnte jetzt wahrscheinlich die Wand of Excavation sein, schätze ich jetzt mal. Na komm, das eine noch. Hier, das ist die Wand of Excavation, genau. So, das hatte ich mir nämlich vorher schon angeschaut gehabt, wie ungefähr die gebaut wird. Und ja, deswegen wusste ich wegen diesem Saxum, weil da die Wand of Excavation Saxum hatte, dass wir da die Wand of Excavation jetzt haben. Das heißt, wir brauchen definitiv jetzt Instrumentum und Metallum. Das heißt, wir brauchen Instrumentum ist nämlich das hier. Warte mal, da haben wir, nee, das war's noch nicht. Haben wir hier noch ein paar Eisenbahnen. Die schmeißen wir einfach mal. Na, schmeißen wir nicht so hier rein. Und dann haben wir hier einfach zwei, drei Scheren. Vier, drei, vier, fünf. Fünf werden wir eh noch ein bisschen oft genug gebrauchen. Und dann haben wir Instrumentum und auch genügend Eisen auch gleich mit dabei. Das heißt, wir haben somit auch gleich schon die Wand of Excavation erforscht. Okay, das ging schnell. Okay. Scheinbar brauchen wir viel, viel mehr Scheren. Mist. Nee, jetzt geht's schon gerade relativ schnell. Schauen wir mal, vielleicht haben wir jetzt etwas Glück hier damit. Nein. Hä? Das hätte ich nicht gedacht, dass mir das so viel Eisen frisst. Ja, okay. Gut, machen wir mal noch vier davon. Dann reicht das aber auch. Das hat zu reichen. Das waren dann insgesamt fast 10 Scheren, die ich da verballert habe jetzt an den Scheiß. Okay, gut, eine hat noch gereicht, eine hat noch gefehlt, es fehlt dann immer eine, ne? Irgendwie fehlt da immer eine. So, dann brauchen wir noch die Wand of Equal Trade, brauchen wir auch noch. Die hat nämlich auch genau dasselbe, die hat auch hier diesen Spaß. So, Instrumentum. Hoffentlich haben wir dann zumindest da was damit. Axe of Stream hätten wir damit. So, das war eigentlich jetzt nicht so mein Plan damit, aber die Axe of Stream, die würde auch ähnlich gehen. Das heißt, da brauchen wir, warte mal, da
brauchen wir auf jeden Fall ein paar Bäume. Oder ein bisschen Wood. Ich schau mal, ob ich hier noch ein paar bisschen Holz habe. Ja, Wobblehood können wir daneben dazu. Haben wir Wobblehood dazu, dann brauchen wir, was brauchen wir noch dazu? Kaktus könnten wir nehmen. Wir nehmen einfach mal den Kaktus. Haben wir noch ein paar Kakteen hier oben drin? Ansonsten. Ansonsten müssen die Schneebälle in dem Stand glauben. Hier unten waren die Schneebälle, glaube ich, drin. Genau. Haben wir noch ein paar Schneebälle irgendwo? Oder waren das jetzt die einzigen? Müssen dann die einzigen gewesen sein. Aber in Verbindung mit dem Kaktus müsste das eigentlich auch ausreichend sein, dann schon wieder. Das heißt, ich mache Schneeball hier rein. Habe ich die Research mitgenommen? Ja, ich habe die Research mitgenommen. So, komm. Ach nee, das ist ja gar nicht. Oh, das ist ja doof. Ich brauche ja Aqua, brauche ich dafür. Ich brauche ja dafür Aqua. Wo ist denn dieses... Was ist denn dieses Aqua nochmal? Paper 2... Boat. Ich hab doch so viele Kakteen irgendwo. Ich hab doch vorher schon mal Kakteen auch en masse mitgenommen und mitgefarmt gehabt. Die müssen doch irgendwo sein. Da sind noch 12 Kakteen. Das ist gut. Oh, toll. So viel gemacht dazu. Und damit Sugar, Raw Fish, Pumpkin, Lava, Packet und... gibt's doch nicht. Ja gut, wir hätten noch die Water Shards, die wir... Die Water Shards wären für die Event of Frost, glaube ich, soweit ich das im Kopf habe. Okay, das hätten wir jetzt schon mal gemacht. Die Axe of Stream. So, was braucht die Axe of Stream noch? Die braucht dann, ach ja, genau, die braucht das Wobblehood noch. Und dann braucht die noch irgendwas anderes. Was ich auch schon mal irgendwo mit dabei habe. Achso, das kriegen wir mit dem Wobblehood, kriegen wir das hin. Das ist kein Problem mit dem Wobblehood. So, dann haben wir die Axe of Stream. Das ist genau die Axt, die ich gemeint habe. So, dann das nächste ist dann, müssen wir gleich mal schauen. Ja, ich glaube, wir fangen ja auch wieder ähnlich an mit Eisenbahn, oder? Ja, machen wir mit. Nee, Eisenbahn nicht. Eisenbahn wäre viel zu wertvoll. Probieren es einfach mal damit. Gucken wir mal, was wir dabei rausbekommen. Da ist ja auch... Oh, da ist ja sogar Instrumentum sogar mit drauf auf diesem Wobblehood. Gucken wir mal, was wir hier rausbekommen. Pickaxe of Core vielleicht oder sowas in die Richtung, oder? Nee. Axe of Stream hatten wir schon. Ah, nee, ist immer noch nicht voll. Da geht ja ganz schön viel Wobblehood weg, aber wir haben sowieso genügend, das ist kein Problem. Arcane Bellows. Okay, Arcane Bellows wären wieder Imperito, Instrumentum und dieses Aura. Aura wäre wieder... Aura ist wieder dieser doofe Mist. Mit diesen Federn und dem ganzen Zeugs. Oh. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte es nicht. Wir haben einen Fehler, haben wir noch. Und warte mal, was ist Imperito nochmal? Imperito? Das war auch, achso, das war Wabber, war das. Wabber. Okay, das Imperido hätten wir fertig, aber wir werden mit der Feder, denke ich, nicht weit kommen. Nein, da kommen wir natürlich nicht allzu weit damit. Das war mir natürlich auch klar. Naja. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal losziehen. Ich weiß jetzt nicht, ich muss jetzt doch nochmal schauen hier, was dieses Aura für ein Ding jetzt ist. Gucken wir mal, vielleicht... Oder vielleicht finden wir da ja noch was, irgendwas davon. Diesem Aura bei uns hier in den Kisten. Ich weiß es aber wirklich nicht. Aura. Nee, das nicht. Das auch nicht. Leider noch nicht. Ach, Manu. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein, muss man ja sagen.
Das mit den Federn. Kann man die Federn vielleicht so herstellen irgendwie? Feder. Ja, mit einer Scrapbox. Eine Scrapbox. Ja, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit wäre da eine Feder drin. Aber das nutzt uns nichts. Das nutzt uns echt nichts. Airshots. Ja. Kann ja mal eins kann ich nochmal nachschauen. Was ich da habe. Gucken wir mal. Okay, gut, ich schaue mir nochmal an, was ich da vielleicht dafür verwenden kann. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.